Herzlich willkommen zurück zu Jadekukun. Jetzt haben wir ganz normale Menschlichkeit. So, ich habe wieder trainiert. Ich habe ein paar Monster fusioniert. Ich bin auch im Wald ein bisschen rumgerannt. Ja, hier würde ich gerne hin. Ich habe natürlich die ganzen Gegenstände, ich bin ja halt hier rumgelaufen, ganz normal halt. Die Monster, ich habe ein paar Monster gefangen, ich habe meine Monster ein bisschen trainiert, die sind jetzt auf Stufe 4, glaube ich, alle jetzt. Außer das Neue, was ich gerade fusioniert habe, das ist Stufe 2. Würde ich jetzt gern. Ich würde gern meinen... Also hier, ich habe jetzt 9, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 3, oh, nur doch nur Stufe 3, na egal, passt schon. Ich würde gern... Ich habe den bitte gepimpt, ihr seht das wahrscheinlich schon vom Aussehen her, das ist jetzt ein bisschen anders. Der hat jetzt den Feuerfang und Agni und Agnes, also die erste Stufe und zweite Stufe. Ihr seht, es gibt ja noch mehrere Stufen dann. Ich will den fangen. Warte mal, kann ich den jetzt schwächen am besten? Ich mache mal einen normalen Angriff. Nice. Ihr seht das wahrscheinlich schon im Kopf. Ich habe mein Insekt quasi mit so einem kleinen roten Rumschhüpfer, nenne ich ihn mal, gekreuzt. Und deswegen hat er jetzt den etwas stärkeren Angriff. So, jetzt würde ich gern fangen. Denn ich bin auch gerade dabei, einen dritten aufzubauen. Ich versuche so immer zumindest von jedem ein Element mir anzutrainieren, dass ich dann bitte kombinieren kann und sowas. Da bin ich halt so jetzt so ein bisschen am Kombinieren. Ihr seht, Fanglevel ist Stufe 5. Lerner hat beiden Level. Ich hätte schon einfach wegrotzen können, das wäre jetzt kein Problem gewesen, aber wie gesagt, ich bin gerade am Trainieren, also an Monster heranzuzüchten. So. Check. So ein roter, den hätte ich natürlich auch gern. Nice. Das ist ja das Geile. Immer wenn du in die Welt reingehst, kommt ein anderer. Also es sind andere Monster. Also die gleichen Monster vom anderen Element drin. Deswegen nutze ich immer mal ab und zu mal rein raus zu gehen. Mega geil. Ah, das ist doch so ein Angriff. Ich nehme mal den hier. Perfekt. Nice, guter Konter. Wechseln. Ich habe mir so ihn hochgekreuzt mit einem... Was mit der Spinne? Ich will es gar nicht mehr. Nein, zurück. Nein, zurück. Ich will dich fangen. Also ich habe jetzt noch einen Feuerkäfer. Ja genau, ich habe den Feuerkäfer gekreuzt. Und die Kreuzung von dem Feuerkäfer hat jetzt Kopf und Hieb, also Arm. Und ich glaube zwei Magieangriffe, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mega geil. Das Spiel ist so mega. Das Geile ist, man kann da so gegen Freunde spielen. Also man kann gegen Freunde kämpfen, wenn es quasi so eine Arena gibt. Oh, da liegt ein Sack. Den hab ich gar nicht gesehen. Cool. Nice. Bin ich den Weg noch gar nicht gegangen.
Frischheit. Ich hätte noch gern so eine rote Schlange. Ich bräuchte noch zwei davon. Weil ich finde einfach den Skin von der Schlange ist mega geil. Warte, ich gehe mich hier lang. Ich komme schnell an mein Ziel, wo ich hin will. Glaube ich zumindest. Dieses komische Muster von der Schlange ist absolut mega. Deswegen hätte ich gern noch mehr davon. Halt, Junge! Ich habe Gerüchte gehört, dass sich Männer als Kokonmeister verkleiden, um hier zu wildern. Du könntest einer von denen sein. Wir sollten herausfinden, ob du echt oder unecht bist. Oh, wer wohl dieser Fremde sein soll? Komisch. So, wir gehen natürlich gleich mit dem Wasserangriff ran, ganz klar. Keine Gegenwehr von der Pfeife. Ich hoffe, da gibt wenigstens gute Erfahrungspunkte. Ja, eher mittelmäßig. Das reicht erstmal. Da vorne ist die Hütte von Meister Chorus. Geh weiter. Mach, dass du wegkommst. Das nächste Mal werde ich nicht so sanft. Das nächste Mal. Werden wir den Elfer wieder begegnen. Mal gucken. So, hier haben wir eine geile Hütte. Ein Speer. Mega geil. Die wollen wir natürlich klar ansetzen. Ausrüsten. Achso, das sind die Lichtkäfer, die ich einstecke. Hier. Mega geil. Ah, ich habe ein Dolch und ein Messer. Ah. Hier gibt es da nur noch Ringe und so, die man tragen kann. Schutz gegen Steine und sowas. Ich will rennen. So, das war aber noch nicht alles. Es gibt noch was. Wir haben doch am Anfang so eine Kiste gefunden. Der Typ ist Erde. Ich habe mir extra... Nicht, na gut. Extra würde ich jetzt... wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich habe mir in alle Fälle ein Luftmonster mitgenommen. Mist, ich brauche die rote. Nicht die grüne. So. Hau ab! Ah, damit nicht. Naja, machen wir den noch schnell platt. So, wir rufen jetzt meinen geilen Käfer. So, wir gehen natürlich gleich Frontalangriff hier, Feuerangriff. Läuft, würde ich jetzt mal sagen. So, ich mache jetzt Beteblatt, weil da kriegt mein kleiner Feuerkäfer. Kriegt er noch ein paar Level. Die Sache ist, ich würde ja gerne meinen Käfer behalten, auch vom Aussehen her, aber im weiteren Spielverlauf kommen halt immer mehr Feuermonster dazu, die auch nice zu kombinieren. Oh, eine große Walnuss. Geil. Nice. Eine große Walnuss. Ich kann euch mal zeigen, was die bringt. Warte, hier. Geil. Wo haben wir es? Walnuss? Nee, ist einfach... Okay. Nutzen. Ah, okay.
Hier, die große Walnuss. Kann man irgendwie. Ja. Steigert die Maximalgesundheit eine Nuss, die Kraft für die Sprosse eines neuen Baums speichert. Stärke die Körper und schützt. Steigert die Maximalgesundheit. Dies bleibt jetzt halt für immer. So, und das ist die einzige Möglichkeit, mir quasi meine HP zu stärken. Durch die großen Walnüsse. Also ich kann euch sagen, ich bin nie bis 200 gekommen. Warum das? Woran das wohl liegt? Die Truppe. War die hier? Hier ist doch der Hinausgang gewesen. Ich muss das jetzt herausfinden. Ich glaube, die lag hier, oder? Ah, keine Monster. Ein bisschen verfremdlich, aber okay. Nein, 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 nein. Okay, die lag weiter vorne. Gut, dann lassen wir das Thema. Hier, mit denen habe ich mein Insekt gekreuzt. Dann habe ich quasi wieder so eine rote Schlange drauf gelegt, dass er den Skin behält. Also, dass er wieder quasi seinen alten Skin hat. Auch wieder eine gelbe. Oh, ich hab Bock auf die. Och, die sind so lästig. Besonders, wenn sie immer zwei sind. Und ich bin voll reingelaufen. Na egal, was soll's. Oh, der geht auf 2. Nice. Wir können mal testen. Geiler Scheiß. Oh, fuck. Vergiftet. Na, ist egal. So, der erste weg. So, jetzt kriege ich erstmal Schaden vom Gift. Und nochmal Angriff. Also, ihr habt gesehen, das Fusionieren von verschiedenen Monstern bringt's total. Jetzt hat mein Insekt einen Feuerangriff, also Magie-Feuerangriff, was auf 2 Gegner geht. Und das nicht mal schlecht sieht, ihr habt's gerade gesehen. Das einzige Problem, was ich an der Sache jetzt habe, das ist kein, sagen wir so, kein Magieangreifer. Das wird wahrscheinlich einfach nur so die letzte Chance oder so gewesen sein. So, jetzt kämpft man gegen den hier hinten. Die würde ich mir gerne fangen. So, der ist Stufe 3. So, ich habe hier meinen gelben habe ich jetzt mit. Der Futterhof kann man auch schnell fusioniert. Wie ihr seht, Windangriff und hier. Also der Windangriff ist, also der Angriff ist von dem Gelben. Scheiße, zockt das wenig. Leck mich fett. Ich hätte wahrscheinlich mit Magie angreifen sollen. Ich hätte wahrscheinlich mehr gezogen. So, dann nehmen wir Abwehr. So, es geht zu. Ich probier's mit meinem Abwehr. So, ich probier's mal mit. Das zieht echt 10. Die zocken beide 10. Scheiße, was nehme ich denn da jetzt? Ich nehme mal den Angriff. Nice. So, wir wechseln jetzt mal. Nee, ich will den unbedingt fangen. Ich habe zwar ihn schon, aber ich möchte gern noch einen. Bitte geh rein.
Eis in der Rechnerwelle. Schade eigentlich. Ich glaube, dann würde ich den Wagen wieder aufsteigen. Ich glaube, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Sicher bin ich mir nah, aber es könnte gut möglich sein. Tja, der Sohn des Löwen von Parel ist sogar noch begabter, als ich gedacht hatte. Ich habe in meinen Büchern nach dem Kalabaskraut gesucht, doch ich konnte eigentlich nichts finden. Es gibt jedoch eine Sage, die von einem Staub erzählt, der die Schlafenden erweckt. Es ist die Geschichte eines wundersamen Pulvers, das einer namens Kikinak hütet, halb Vogel, halb Mensch, der im Libellenwald lebt. Vielleicht wird das Pulver aus den Kalabasblättern gebraut? Es ist nur eine Vermutung und alles, was ich finden konnte. Aber ich denke, es ist wert, überprüft zu werden. Hier hast du den Schlüssel für das Libellentor. Du solltest ihn besitzen. Ah, so, Libellenschlüssel erhalten. Nice! Am besten, du gehst direkt ins Dorf zurück und besprichst alles mit Garai. Sie weiß vielleicht etwas über das Märchen von Kikinak. Der Typ ist geil drauf. Du musst dein Bestes geben, ehe es zu spät ist. Und in den Wald kann ich dann mal den nächsten Monster fangen, die... Der himmlische Geist widersetzt sich dem großen Vater und wirft seine Fesseln von sich. Jetzt ist er mit den Ketten der Freiheit gebunden. Der Vogelmensch. Geht er automatisch zurück oder muss ich hingehen? Okay, geht automatisch hin. So, so. Nicht einmal Chorus weiß das. Aber ich erinnere mich an die Geschichte vom Vogelmann. Es gibt eine ähnliche Geschichte über göttliche Geister als Nagi-Legende. Oh, möchten wir sie hören? Na klar. Die Schöpfungsgeschichte hören. Elrim schickte seine Diener, die göttlichen Geister, nach Parel. Er sprach, ihr sollt nicht zu dem werden, was das Leben beherrscht. Und so verbrachten sie ihre Tage damit, Leben in den Wald zu bringen und sich gegenseitig Namen zu geben. Eines Tages dann beschloss einer der Geister, ein Geschöpf nach seinem eigenen Abbild zu erschaffen. Elrim warnte ihn. Diese Kreatur ist eine weise Bestie und wird eines Tages die Verführung zu euch bringen. Ihr sollt euch nicht mit ihr einlassen. Der göttliche Geist versprach es so und belebte das Geschöpf, das aussah wie er selbst. Das war die Geburt des Menschen, der weisen Bestie, wie vom Propheten Gi vorhergesagt. Und während die Sandkörner der Zeit weiter rieselten, gebaren die Geschöpfe Kinder und vermehrten sich. Bald darauf erlebte der Wald einen schicksalhaften Tag. Ein göttlicher Geist verliebte sich in eine Menschentochter und damit wurde das Versprechen schließlich doch gebrochen. Elrim bestrafte den göttlichen Geist für seine Sünde und verwandelte ihn in eine Bestie. Die Abkömmlinge dieses göttlichen Geistes hausen immer noch im Wald und manchmal da zeigen sie sich uns sogar. Der Vogelmann Kikinak, der in den Volksmärchen von Parel erwähnt wird, könnte sehr wohl mit diesem Geist zu tun haben. Möchtest du sie hören? Nein. Wir sollten auf die Suche nach Kikinak gehen, dem legendären Vogelmenschen. Nice. Begib dich in den Libellenwald. Aber ich muss dich warnen, ein normaler Kokonmeister ist kein gleichwertiger Gegner für die dortigen Bewohner. Und frage auf jeden Fall den alten Grabhüter Poto nach den Legenden. Er ist der Geschichtenerzähler von Syrus und er dürfte viele der überlieferten Fabeln kennen. Nice.
erstmal speichern. Kein richtiger Gegner für die Bewohner. Als wenn ich ein übelster Dulli wäre. Die Frau halt. So, wo ist denn der Friedhof? Friedhof? Hier. Wollen wir ja auch noch nicht. Da hinten ist er. Weißt du, ich bin gern hier. Wer weiß, ob du mich verstehst. Ich habe eine gute Sicht auf den Wald. Ich liebe den Wald. Deshalb mag ich es hier. Wenn ich hier den Wald betrachten kann, brauche ich sonst gar nichts. Oh meine Güte, ich habe fast die herumtollenden Kinder vergessen. Ihr Lachen ist auch sehr wichtig für mich. Welche Märchen soll ich dir erzählen? Die Geschichte von Vogelmann, die Legende von Aluana. Vogelmann ist, wir haben gerade den Vogelmann, also machen wir den Vogelmann. Es war einmal in einem weit entfernten Dorf. Dort lebte ein Holzfäller, der sich stets seiner Kraft rühmte. Es hieß, dass der Holzfäller seine eigene Kraft prüfen und den höchsten Baum im ganzen Wald fällen wollte. Er machte sich eilig auf den Weg tief in den Wald, um den Baum zu suchen. Inzwischen hatte der Wald dem großen Baum von dem Holzfäller erzählt. Der große Baum seufzte tief und klagte über den Törichten, und dann seufzte er wieder. Und wenig später wurde der Atem des großen Baumes zu einem dichten, undurchdringlichen Nebel, der den Wald einhüllte. Der Holzfäller kam schnell vom Wege ab. Er wurde so müde vom Umherwandern, dass er sich bald eine kurze Rast gönnte. Genau in dem Augenblick begann ein süß duftender Flaum von oben herabzuschweben. All jene, die seinen süßen Duft einatmeten, verfielen schnell in tiefen Schlaf. Auch der Holzfäller konnte nicht anders und schlummerte friedlich. Und da lag er nun und schnarchte laut inmitten des Waldes. Er schlief 3 Tage lang. Am Morgen des 4. Tages flog ein Vogelmann herunter dorthin, wo er lag. Er sprach zu ihm: Du sagst immer, ich bin der Stärkste. Wie wär's mit einem Kampf gegen mich, wenn es beliebt? Aber der Holzfäller schlief immer noch ganz fest. Versuch nur weiter im Traumland zu bleiben. Ich werd's dir mit meinem Pulver vertreiben. Und während er das sprach, stäubte der Vogelmann ein glitzerndes weißes Pulver über den Holzfäller. Davon musste der Holzfäller fürchterlich niesen und sprang auf seine Füße. Der überraschte Holzfäller rief: Wer in aller Welt seid ihr? Ich warne euch, ich bin unglaublich stark und ich werde jetzt gleich kämpfen. Der Vogelmann erwiderte: Du kannst mich nicht besiegen, doch wenn du es schaffen solltest, können wir Freunde sein und ich werde mein Zaubermittel mit dir teilen. Es heilt jede Krankheit und macht alt zu neu. Ich habe es von einem, den die Waldleute den Yamu nennen. Der Holzfäller versuchte, den Vogelmann zu ergreifen. Aber der Holzfäller hatte immerhin 3 Tage lang geschlafen. Er war viel zu hungrig, um durchzuhalten. Mit einem Schwung seiner mächtigen Flügel schleuderte der Vogelmann den Holzfäller den ganzen Weg bis in sein Dorf zurück. Der Holzfäller erzählte den Dorfbewohnern alles über den seltsamen Vogelmenschen. Doch nicht eine Seele glaubte ihm. Von diesem Tage an hat sich der Holzfäller nie wieder mit seiner Kraft gebrüstet. Verstehst du? Der Gottesbaum des Waldes ist die Inkarnation von Elrin.
Komm bloß nicht auf die Idee, ihn auch nur anzukratzen. Er beobachtet uns immer. Oha. Es gibt viele andere Erzählungen mit dem Vogelmann. Wie es scheint, sagen sie alle übereinstimmend, dass er Feuer hasst. Vielleicht wurde er in einem früheren Leben mal gebraten. Haha, haha. Also, wir haben einen kleinen Hinweis gekriegt. Der Vogelmann hasst Feuer. Zum Glück haben wir ein Feuermonster. Wie bei bestimmten Bossgegnern steht meist kein Element da. Da muss man immer die Kreatur angucken und ja. Zum Glück gab es schon ein relativ starkes Feuermonster. Ist einfach so. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir in den Libellenwald. Dort fangen wir uns noch ein paar andere Monster. Was für mein Team. Oh, das wird so geil. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal bei Jade Cocoon. Mit Sam Kepika zu meine Wenigkeit. Yay. Yeah.